Hallo und willkommen zurück zu Mega Nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Es ist mitten in der Nacht. Wir wollen ja nicht auffallen. Herzlich willkommen zurück zu Mega Man Battle Network 3 Blau. Du musst deine Stimme nicht kaputt machen. Es reicht schon, wenn du leise redest und nicht unterdrückst. Okay. Es ist so dunkel da draußen. Sei vorsichtig. Ja, aber wir sind drinnen. Das ist so ein Küken, mon ami. Aber natürlich, ich wäre auch ängstlich, wenn ich nach vorne laufen müsste. Len, geh voraus und übernimm die Führung. Ich bringe... Die Rares. Die Rares. Ich gebe dir die Rare-Münze. Warst du überhaupt schon mal eigentlich nachts in der Schule gewesen? Was, im echten Leben, oder? Im echten Leben jetzt. Nö. Ich auch nicht. Nachts schlafe ich. Also in der richtigen Schule jetzt nicht. Nachts schlafe ich. Sehr gut. Oh scheiße, ich habe ja Nachtschule. Was denn? Ich stelle mir das gerade so vor. Ich bin so im Gerichtsfall so. Was haben Sie in der Nacht gemacht? Ja, was ich in der Nacht wohl mache, schlafen. Oder der Redner so, don't fuck with me. Nein, ich fuck sie doch nicht. Ich hab geschlafen. Ich in der Nacht schläft man. Ja. So ganz passionate. So. Beeil dich, Dex. Warte, eine Sekunde. Nun, wo habe ich das hingetan? In deinen Arsch. Ich kann meine Disk nicht finden. Sieh genauer nach. Nein. Nein. Wo ist sie? So wie ich dich kenne, hast du sie einfach irgendwo verloren, mon ami. Nun, wir helfen dir suchen. Irgendwelche Idee, wo sie sein könnte? Versuch dich zu erinnern. Was hast du mit der Disk heute alles gemacht? Mal sehen. Ich habe mit Jai und Mehl am Schreibtisch gesessen. So. Welchen? Hast du nicht mit diesen Tier... Cages. Mann, das war übrigens sehr ladylike. Ja, die Tiergefängnisse halt einfach, weiß schon. Naja, die trinkt ja auch bloß Erdbeermilch von den Rambakuchen. Nein, falsch. Das passiert, wenn man Rox aus den Stecker zieht. Nee, das war nur einfach Flashback-Melodie, die Ocarina-Musik halt. Hast du nicht irgendwas an der Tafel gemacht? Rangeschrieben? Da. Hast du nicht Bücher... Ja, was wollt ihr noch aufzählen? Hast du nicht auch noch auf dem Klo noch ein bisschen runtergespült? Das kommt als nächstes. Hast du nicht aus Versehen noch einen Stein aus dem Fenster geworfen? Nein, das war die Disk. Ah, ihr verwirrt mich nur noch mehr. Auf jeden Fall, lasst uns an die Orte suchen, an die du dich erinnern kannst. Ja, wir müssen wohl. Kann es sein, dass dieses Spiel einfach mal sehr viele... Ach, um Gottes Willen! Was denn? Siehst du die Punkte? Was die Sätze trennen? Ja. Sie sind grau. Stimmt. Ich sehe sie kaum. Ich auch. Ich denk's mir also, gerade, manche Wörter sind einfach groß geschrieben und ich denk mir so, warum? Hm. Ja, gut. Das ist dieser kleine, mega witzelige Pixel. Darauf habe ich noch nie. Mit dem besten Grau. Darauf habe ich noch nie geachtet, aber komischerweise beim Ausrufezeichen ist der Punkt schwarz. Mhm, beim Ausrufezeichen ist es schön. Danke schon mal im Voraus. Danke schon mal im Advance. Weil im Gameboy kann ich euch nicht danken, da es gibt die Version des Spiels nicht. So, Bücher. Ein Frosch. Er springt einfach so rumher. Es bewegt sich. Ah, gefunden. Yay. Dex, ich habe dein Nettes gefunden, sieh. Wirklich? Auf ihr wurde gekackt. Danke, Lion. Du hast mir das Leben gerettet.
Du solltest das nächste Mal sehr viel vorsichtiger sein, Dexy, Dexy Boy. Tut mir leid. Danke. Bin ich froh, dass wir die Disk gefunden haben. Nun sollten wir besser nach Hause. Es ist schon spät. Stimmt. Ne? Habt ihr gerade etwas gehört? Nicht wirklich. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet, mon ami. Lasst uns gehen. Wusste ich's doch. Ein Klinken-Mega-Man-Power runter. Nein, hoch. Nein, runter. Nein, hoch. Du darfst nicht so laut sein. Regular. Wir sind übrigens im Bilkboard. Im Bilkboard, ja. Im Bilkboard-Kimp. Ach ja, die mit ihren Abkürzungen. Die Bilkboard-Kimp. Weißt du, sie hätten auch einfach nur Blackboard schreiben können und das hätte schon... Aber nee, es musste unbedingt der Blackboard-Computer sein, der nicht in die Zeile passt und deswegen müssten wir es abkürzen mit Blackboard. Ja, so ist es. So. Wird schön, wie du casual einfach so bei... Können wir jetzt in die Tafel? Nö. Ein Tafeln Mega Man Power hoch. Dumm di dumm di du, dumm di dumm di du. Klack klatter. Ja. Kommt wenigstens große Musik? Es kommt gar keine Musik. Cool. Es ist. Ich habe mir also nichts einfach so eingebildet, mon ami. Es ist ein. Okay, Punkt 1. Geister existieren nicht. Punkt 2. Geister machen keine Geräusche. Punkt 3. Würden sie Geräusche machen, würden sie reden. Also würdest du sie verstehen. Sei nicht dumm, mon ami. Es muss ein Lehrer sein. Nein. Lehrer... Punkt 1. Lehrer geht in die Nacht in zur Schule. Es muss ein Lehrer sein. Klack, rattel, rattel. Aber irgendwas fühlt sich komisch an. Was ist, wenn es ein Einbrecher ist? Es kommt aus der Lehrer-Lounge. Lass uns gehen. Lass uns gehen, wenn es ein Lehrer ist, haben wir verkackt. Lagerraum. Wir kommen nicht rein. Der Lagerraum, wo die Lehrerin... Da muss es hier sein. Bixby. Rattel, rattel, rattel. Oh no. Das hört sich an, als kommt da was. Es ist verschlossen. Es sieht so aus, als ob jemand da drin ist. Ich geh rein. Das ist gefährlich, Len. Nein, nicht das! Gruselig sein. Ich tue es bloß herausfinden. Wartet hier. Sei vorsichtig, mon ami. Okay. So, was haben wir hier? So sieht die Lehrer-Lounge aus. Ja, ja. Cool. Jeder Lehrer hat seinen eigenen Computer mit seiner eigenen Bibliothek, mit seinen eigenen Ordnerzeilen und seinem eigenen Schaltschrank? Scheint so. So, was haben wir hier? Ja, da müssen wir... Noch ein Grund, mehr Lehrer zu werden. Warte, warte, wie hieß der Ort? Moment. School Server Computer. Ja, das ist wirklich ziemlich witzig. Oh, ein brandneuer Gegner. Boomerang, obwohl bei mir nur Boomer steht. Das ist ein Boomer. Und zwar tut er seine Boomerang die Außenkette hier lang. Und nur wenn offen ist, können wir ihn verletzen. So können wir ihn nicht verletzen. Cool. Der Gegnertyp sieht irgendwie ziemlich lustig aus. Und er ist geil. Vor allen Dingen die Fähigkeit, also den Chip von ihm. Und wie er geiler ist. Den anderen Chip von ihm. Oh, ist er geil. So, was haben wir hier? HP Memory, sehr schön. Haben wir hier noch was im Literarentreffen, alles klar. Ein Literarentreffen. Oh, ist das schön. Jeder Lehrer hat sein eigenes Buch, seine eigenen Computer, seine eigenen Fähigkeiten und seinen eigenen Überroboter. Ja, und hier sitzt, Direktor mit Co-Direktor. Ist ja fast so, als würden sie...
Ich habe den ersten Tetra-Code. Wenn ich sie zurückbringe, wird man stolz auf mich sein. Schön, dass er redet. Ich höre ihn sprechen. Wenn es ein Dieb ist, werde ich ihn mir schnappen. Ich gehe auch. Ich auch. Dex und Mäh und Jai. Solltet ihr nicht lieber draußen warten? Das ist zu gefährlich. Bleibt zurück. Überlass das nur uns, mon ami. Du steckst dein Hals immer in die Scheiße für uns. Ach so, Mail. Anders formuliert, du hältst immer deinen Kopf für uns hin. Das ist schon besser. Ja. Manchmal. Ich stelle mir das gerade so vor, du steckst dich immer in unsere Scheiße rein. Also, Mail. Manchmal musst du uns einfach mal die Runde lassen. Okay, bereit? 1, 2, 3, reinbrechen. Yeah! 2, 1, Risiko. Und los geht's! Puff. Lass uns gehen da. Ja. Das ist richtig unbeeindruckend. Hey, Dieb, bleib da stehen, wo du bist. Hi! Kinder, sie haben mich gesehen. Kinder, sie haben mich gesehen. Ach, da mach du den. Niemand überlebt, wenn sie mich sehen. Wow, du hörst dich ja richtig hardcore an, mon ami. Dex, Mei, Jai, bleib zurück. Len, wir haben dir schon gesagt, dass es unsere Runde ist. Len, du bist der Len. Ma, ha, 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 ha. Sieht so aus, als wäre heute... Als wäre heute mein glücklicher Tag. Hä? Was bedeutet das? Dein Name ist an meiner Organisationsschwarzliste. Lan. Sag mal, Reis mit Frikassee. Lan, Lü. Wenn ich dich töte und dein Navi auch mit töte, dann kriege ich eine, dann kriege ich eine große, fluchtige Überlaschung. Ich will das Bild aus dem Kopf haben. Und ich bin eine Chinesel. Len, töten? Das werden wir nicht zulassen. Len, bleib zurück. Wir können das, wenn wir zusammenarbeiten, mon ami. Zusammenarbeiten in diesem Spiel? Ihr kleinen blöden Latten. Ich kille euch alle. Auf einmal. Flashman, go! Oui. Den will ich mal wieder machen, damit ich auch mal was zu tun hab. Hey, Hypnoflash! Wee! Hypnoflash! Wee! Leute! Hey! Wee! Dex, Mei, geht's euch gut? Ich bin ein Chuchu. Ich bin ein Chuka. Achso, ein Zug. Dex! Nein, mir! Ich bin ein großer Schwan! Flap, 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 aber ich kann mich im Kreis drehen. Und ich bin in dich verliebt. Lauf, Lan! Ja, Zombie. Sie sind hypnotisiert. Lan, sei von dem Licht weg. Das ist korrekt. Mega Man. Ja, gib ihm noch einen Hinweis, wie er dich dodgen kann. Ist ja nicht so, als wollte ich töten. Wenn du von meinem Hypnoflash getroffen wirst, wirst du hypnotisiert, bis ich dich lösche. Nun, da ich mit denen fertig bin, bist du an der Reihe. Ändern. Keine Chance, keine Wahl. Ich muss erstmal weg und später wiederkommen. Weil dann bin ich besser dran. Ellie ist davon gekommen. Ah, meine chinesischen Skills waren einfach nicht gut genug, um mich weiter zu bewegen. Irgendwie kann ich nur Navi schnell machen, aber mich selbst nicht. Nein, ich muss mir eine Zeit mich nicht von ihm nehmen lassen. Deutsche Weltteil zu finden ist richtig schwer. Flashman, ich gebe dir nur die Teltla-Code-Daten. Ich lasse Lan und Mega Man deal. Ja, Sir. Ist ja gut, dass du mich verstehen kannst. So, mal sehen, wie es denen ergeht, unseren Kumpelzen. Ja, den Zombie, dem Schwan und dem Zug. Hier kommen wir mal noch nicht rein.
Willkommen. So, hier haben wir erstmal Zombie-Mailo. Bom. Irgendwas hier aus Mailos Taschen. Und zwar Roll. Ich borge mir das mal mehr. Oh. Fällt dir was auf? Das Pick sieht schön aus. Fällt dir was anderes auf? Ja, aber das Pick ist schön. Es zieht nur 20 ab. Die Farbe ist anders. Ah. Das ist nämlich auch neu. Die blauen Chips, das sind die Mega-Chips, beziehungsweise Charakter-Chips. Ach so, und von denen kannst du halt nur 5 benutzen, weil du nur 5 Megabits zur Verfügung hast. Richtig. Und die roten Chips, da gibt es noch rote das Chips, sind die, das sind dann die Giga-Chips. Cool. So. Für die Giga-Kraft. So, wir machen mal den einen Esser raus und machen mal einen R rein. So. Gut. Gut, Warum hilft der Mail einfach nicht und hält sie in den Arm und sagt so, ich liebe dich auch und vielleicht könnten wir... Halt, der sterbende Schwan ist hier unten. Der sterbende Schwan. Bla 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 bla. Bin ein Schwan, ein schöner Schwan. Ich dreh mich in den Eis. Und wo haben wir den Zug? Die Lokomopfeife da. Chuchu. Also, wir müssen Flashman besiegen, damit sie wieder normal werden. Dafür müsste er alle Leute ansprechen. Ja. Really? Lies vor. Mit dem hypnotischen Beam sollten wir wirklich vorsichtig sein, was er da mit uns macht, weißt? Gibt es... Der Zug steckt fest, wir müssen... Knutsch. Ja, genau. Gibt es einen Weg, wie wir reinkommen, ohne getroffen zu werden? Wir müssen einfach irgendwas benutzen, das das Licht blockiert. Das konnten wir vorhin nicht. Etwas, das das Licht blockiert? Lass uns mal in der Schule rumsehen, vielleicht finden wir etwas. Nehmen wir Dex, der ist doch fett genug. Nein. Na, was könnte denn das Licht blockieren? Weiß nicht, du hast einen Steinchip bekommen, vielleicht kannst du den in die reale Welt bekommen. Nein. Doch. Nein. Siehst du, das ist nämlich ein Sonnenschirm. Dieser Scheißschirm wird diesen Beam nicht stoppen. Hey, gute Idee. Er sagte, das würde er nicht. Na je. So, und hinein mit uns. Und hinein. Hahaha. Ihr seid also gekommen, um zu sterben. Nehmt das Hypno-Flash. Komm, um zu sterben. Wir kommen nicht mehr weg. Wir kommen und zu... Ja, das ist cool. Was? Es funktioniert! Geh, lang! Ja, los geht's, Mega Man! Ja! Einklingt Mega Man Power hoch! Also ich gestell mir so vor, ja! Yeah! Los geht's, Mega Man! Einklinken Power hoch! Es ist so dunkel hier, wir sind auch in Flashman Stage. Sieht so aus wie die Daten von irgendeinem Plastraum. Es ist der PC vom Schuldirektor. Es ist voll von Schuldaten. Okay, Mega Man. Lass uns Flashman finden. Roger. Ach du, ich lass die Operation dir einfach rüberleihen. Darauf kannst du wetten. Ich stell mir gerade vor, wie sie so dastehen. So. Der läuft in da rum. Mega Man ist vor dem PC, gibt so seine Anweisung und seinen Schirm so davor und vor dem Bildschirm, damit er ja nicht sieht, was passiert. So, was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Dann ist da auch nichts. Gut. Nein. Ah, sind wir Kanonen? Sind wir Kanonen? Und wir sind dort. Sehr schön. Ah, jetzt weiß ich, wie man die Sterne kriegt. Alles klar. Wie? Wenn wir einen Gegner auskontern. Okay. Also während er angreift, dass wir angreifen. Danke. Ja. So, was haben wir hier? Key Data B. Was haben wir hier? Key Data A.
Kitata D. Du musst die Security-Tür machen. Du brauchst. Ey, du musst die Security-Tür machen, Lan. Ich stimme zu. Es ist hart, diese Key-Daten in diesen Dunkelheit zu finden, obwohl ich alles sehen kann. Kannst du etwas dagegen tun, Lan? Okay, lass mich einen Weg finden, um die Sache etwas zu erhellen. Warte mal, das Programm sagt etwas. Um es heller zu machen in diesem Gebiet, musst du einfach den Lichtschalter in der realen Welt betätigen. Nein. Außerdem, ich sah ein Doodle. Nein. Eines Tages sagte... Nein. Cleaners 1. Nein. Ich glaube, es hat irgendwas mit der realen Welt zu tun. Nein. Nein. Mensch, mach weiter. Cleaners 1, ist das ein Hinweis für die reale Welt von dieser Area? Du musst jetzt Klassenzimmer 1 und den Lichtschalter anmachen. Rätsel gelöst. Es gibt keine erste Klasse. Ein Klassenraum 1, du dummes Idioten-Shutfuck. Wie ist damit, Mega Man? Das ist nicht der Klassenraum, Mann! Sag mal, bist du blöd? Ich habe gerade das Rätsel gelöst und du machst so Lichtschalter. Nein, das ist auch kein Klassenraum. Es gibt keine erste Klasse, verdammt. Es gibt zwei Klassenräume. Ja. Ja. Wenn das Klassenraum 1 ist, dann hast du... Ich habe das Licht angemacht. Wie geht's, Mega Man? Es ist sehr gut, Neon Lan. Alles klar, ich zähle auf dich, Mega Man. Engine Skinners. Heiliger Mikrochip und sein Duo-Prozessor. Ja. So, da haben wir schon was. 600 Zennis nämlich. So. Ich löse dir die Rätsel und du drückst trotzdem jeden einzelnen Lichtschalter. So, wo haben wir noch was? Ich weiß schon, warum ich hier bin. Naja, jetzt müssen wir halt alles absuchen. Das war... einen der Key-Datas finden. Nicht wahr? Ja. So. Wird schon richtig sein. Ist auch richtig. So. 200 Zennis. Sehr schön. Und da haben wir noch was. Key-Data A. Key-Data? Key-Data. Key-Data. Kein Key-Data mal. So. Hier ist nichts, hier ist was. Ein Virusprogramm. So, und Schorke warf. Dankeschön. Sag mal, wie lange leben wir eigentlich? Nehmen wir eigentlich schon auf? Der Part ist gleich Schluss. Was dachte ich mir schon. So. Na, zwei Minuten haben wir noch. Der Kirsch beschwert sich gerade schon. Wir haben am Anfang zu viel gelabert, bevor wir die Episode gestartet haben. Ich glaube. Mhm. So, zack, 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 zap, zarab. Zap, zarab, zap, 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 zap. So, komm runter. 1, 2, 3. So. Gut, Schau, gewarf, däh. So, was haben wir hier? Oh, noch ein Virusprogramm. Heieiei. Na okay, mache ich so, treffe ich wenigstens beide. Siehst du? Das. 1, 2, 3. So. Letzte Chance vorbei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht da geht. Hey, ist Funst. Recovery 10 Sternen. Das würdest du lieber reintun. Die anderen 10 Sterne, die du hast, sind nämlich nicht Stern. Stimmt, kann man wechseln. Mhm. So, döp. Stimmt, kann man wechseln, muss man aber nicht. Richtig. So. Was haben wir denn? Tor Nummer 1. Ich finde das Bild von Roll irgendwie total süß.
Roll ist auch süß und knuffig. Aber in den anderen Mega Man Spielen war sie so happy, yeah, woo, Barney. Und hier ist es einfach so. Ja. Ich will nur helfen. Na, dann hilf mal, Roll. Jetzt ist deine Chance. Oh, roll die ganze Sache auf. So. Aber sie sieht genauso. Oh. New Special Effects. Ja, okay, da ist ein... Das heißt, sie macht 20 Schaden, aber heilt dich 40. Sie macht 3... Die macht 3x 20 Schaden. Oh. Was? Ja, sie hat doch immer 3x gemacht. Echt? Ja. Normalerweise war es ja immer ein ganzer Schaden und dann hat es dir einen Teil davon immer geheilt. Nee, nee. Hälfte... Also 30 Heilung und 60 Schaden, der erste Teil. Notfall, Notfall. Ein Eindringling, Security-Tür, was können wir tun? Drei Passwörter. Es ist zu dunkel. Für die Passwörter. Ja, Licht wieder anmachen. Ja, wart mal. Wo sind wir denn überhaupt? In dir. Eine Statue. Wir suchen also nach einer Statue. Okay, meine Damen und Herren, wir suchen nur nach einer Statue. So, wo ist die Statue? Hier nicht. Hier ist nur ein Zug. Wir suchen im nächsten Part weiter, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.